1918. Der Weltkrieg ist verloren und hat auch beim Eisernen Gustav seinen Tribut gefordert. Der älteste Sohn Wilhelm ist gefallen. Dessen Frau, die arme, bucklige Tutte, ist nun Kriegerwitwe und allein mit ihren beiden Söhnen. Ein schwacher Trost ist ihr geblieben. Während Wilhelms einzigem Fronturlaub hatten sie wenigstens noch gegen den Willen des Eisernen Gustavs heiraten können. Der Eiserne Gustav selbst ist arm geworden. Zwei übrig gebliebene Droschkengäule, die er allein versorgen muss, sind gegenüber den aufkommenden Autodroschken eine dürftige Einnahmequelle. Von den Kindern erwartet er nichts mehr. Die Hoffnung auf eine harmonische Zusammenführung der Familie durch den Krieg ist zerschlagen. Bis auf Heinz, den Jüngsten, haben sich alle von ihm getrennt. Seiner Meinung nach sind sie Verlorene. Die ehemalige Lieblingstochter ist verloren an den inzwischen aus der Haft entlassenen Zuhälter Eugen Bast. Der hat sich mit seiner Bande in der Nachkriegszeit sofort auf Villeneinbrüche spezialisiert. Evas Verstrickung wächst, als sie auf einem dieser Diebeszüge Eugen mit einer Leuchtpistole ins Gesicht schießt, weil er sich an einem noch minderjährigen Mädchen vergehen wollte. Aus dem verlorenen Sohn Erich, dem ehemaligen Leutnant in der Etappe, ist nun ein Schieber geworden. Er genießt inmitten des allgemeinen Elends mit seiner französischen Geliebten Tinette in einer prächtigen Villa in Grunewald das Leben. Heinz und seine Freundin Irma werden Zeuge dieses Treibens. Während Irma sich dagegen wehrt, ist Heinz in gewisser Weise fasziniert davon. Auch er scheint nun verloren. Du bist schon zu Hause? Hast du was dagegen? Und sonst kommst du später. Ist was, Vater? Ja. Mit der Kneipe ist Schluss. Hast du Ärger gehabt? In der Kneipe? Nee, hab ich selber gehabt. Dicke. Ich laufe in der Stille. Mal das Lotterleben, mal fahren, mal nicht fahren, wie der Zufall das will, das hört nur auf. Na, kein Spaß mehr dran. Ja, nie welchen gehabt. Ich bin nicht gebaut für den Suff und für die Rumhängerei. Ich kaufe eigentlich das Geld zu. Wir sind wieder arme Leute. Was willst du machen, Vater? Rein Tisch, Mutter. Ich hab da lange drüber nachgegrübelt. Den Schimmel bringe ich morgen zum Rostschlechter. Poor der Droschke ist ein Jammer. Also erinnert mich immer an früher. Ich will auch keinen Schimmel mehr haben. Ich will einen braunen haben oder einen Fuchs. Das machen wir, Vater. Dann hast du auch mit dem Fahren wieder Freude. Naja, Freude. Vielleicht, Mutter. Hm? Oh, netten Jaul. Durch den Tiergarten, ne? Lustige Fuhr. Hm? Wo die Krokusse aus dem Rasen kommen, blau, gelb. Weiß, ja, kannst du recht haben, Freude. Aber an die Kinder will ich nun dabei nicht denken. Die sind weg.
Die sind weg. Die führen ihr eigenes Leben und ich führe meins. Man ist ja nicht nur Vater, man ist auch Mensch. Aber Vater, das ist doch immer so gewesen. Die Jungen ziehen weg von der Alten. Aber wenn sie Flücke sind, fliegen sie aus dem Nest und dann kennen sie die Alten nicht mehr. Ja, ich weiß ja, Mutter, man soll die Menschen nicht mit Tieren vergleichen. Aber ich habe gelernt, dass man seine Eltern achten und lieben soll. Na, was geschieht nun hier? Ich bin von meinen Kindern noch nicht geliebt worden. Sag das nicht, Vater. Der Heinz... Siehst du, von deinen Fünfen, da weißt du nur einen. Und der wird auch nicht anders als die anderen. Komm, mach kein Gesicht, Mutter. Das liegt nicht an den Eltern, das liegt nicht an den Kindern, das liegt an der Zeit. Und wenn es daran liegt, können wir ja nicht ändern. Wo hast du denn den Schraps? Den Schraps? Was? Welchen meinst du denn, Vater? Was soll ich denn meinen? Den Krimskrams von den Kindern doch. Der liegt im Vertigo, Vater. Unten. Klappe zu. Affe tot. Oh, Vater. Da ist noch was, Mutter. Ich möchte gerne, dass du wieder Gustav zu mir sagst. So weit ein ganz ordentlicher Name. Ich möchte wieder als Gustav leben. Denn Vater ist mir so ziemlich vorbeigelungen. Du hast dir einen Rappen gekauft? Ein Pferdchen, ne? Ja, macht Laune. Aber du hast doch nie einen Rappen gehabt. Ja, ich habe eben zugelernt. Schwarz ist viel schöner. Bei Weiß wird immer so rasch dreckig. Schwarz, das hält an. Sag mal, wann machst du denn eigentlich dein Maturum? Ich weiß nicht, Ostern vielleicht. Aha. Ja, dann gibt dir mal Mühe. Also bis Ostern will ich dir meins wegen behalten und füttern, aber dann ist Schluss. Ach so, dann wird nicht mit Studium? Mit dem letzten Geld habe ich den Jaul bezahlt. Mit dem allerletzten habe ich Mutter noch mehr frei gemietet. Das Haus habe ich auch nicht mehr. Das ist zappend Ostern. Und das kannst du auch dem Herrn Leutnant mitteilen. Ach, du glaubst, ich weiß nicht, dass er in Berlin ist. Mit Villa in Dahlem und so, oder? Ja. Erich wollte nicht, das ich's dir sage. Und außerdem habe ich gedacht, du hast deine eigenen Sorgen. Ja, ist gut, Bubi. Aber Ostern ist Sense. Und das müsst ihr euch noch merken. Ich bin vielleicht dämlich, aber doof bin ich nicht. Thank you.
Tag, Frau Lerner. Ist jemand zu Hause? Na, kommen Sie rein. Die gnädige Frau fragt schon seit einer Stunde nach Ihnen. Nach mir? Wieso denn? Guten Tag, Herr Hackenbahn. Tag, Herr Radke. Ah, Henri, wo steckst du? Wir waren um 3 verabredet. Jetzt ist es 4. Entschuldige dich nicht, wir waren nicht verabredet. Du bist genauso unzuverlässig wie Erik. Man wartet, man fragt sich, was ist los. On s'inquiète. Aber auch euch ist das egal. Jetzt hast du das ganze Zeug ja doch gekauft. Natürlich. Ein hübscher junger Mann sollte in hübschen Sachen herumlaufen. Besonders in Damenbegleitung. Die Fingernägel reinigst du dir ja immerhin bereits. Wenn du sie von Erna maniküren lassen würdest, hättest du fast so schöne Hände wie Erik. Erik ist mir Schnurz. Von mir aus kann er sich einen Ring durch die Nase ziehen. Und die Klamotten, da kannst du gleich wieder einpacken. Ich hab dir schon im Geschäft gesagt, ich nehme sie nicht. Wenn Erich glaubt, dass ich mich von ihm mit gepumptem Geld aushalten lasse, hat er sich geschnitten. Henri! Nee, Tinette. Auf andere Leute kosten, den feinen Maxe spielen, ist bei mir nicht drin. Sei kein Dummkopf, Henri. Erik schwimmt im Geld. Am Freitag hat er die Villa hier gekauft, mit allem drum und dran. Bar. Was hat er? Ja. Willst du noch den Vertrag sehen? Schlauster Affe. Wo hat er denn plötzlich die ganze Kohle her? Er arbeitet mit einem Freund zusammen. Sie schaffen Lebensmittel heran, trotz der Blockade. Butter, Zucker, Konserven, was weiß ich. Jedenfalls verdient Erik enorm. Ach so. Dann ist er also Schieber geworden. Na, das sieht ihm ähnlich. Draußen verrecken die Leute, aber ihm ist das egal. Hauptsache, die Kasse stimmt. Und du machst da auch noch mit? Ja, ich mache das mit. Ich will leben. Der Krieg ist vorbei. Ich bin eine Frau. Ich bin jung. Ich habe genug Dreck und Elend gesehen, dass es mir bis zum Lebensende reicht. Was soll ich denn sonst machen, du blöder Mensch? Nach Hause gehen? Ich habe mich mit einem Bosch eingelassen. Zu Hause kann ich nicht einmal auf den Strich. Darum mache ich mit. Ich bin nicht schuld an diesem verdammten Krieg. Und ich glaube auch nicht, dass alle diese verhungerten Jammergestalten hier einen Funken glücklicher werden, wenn ich auch Steckrüben fresse. Oder du weiter in deinem geflickten Kinderanzug herumläufst. Tinette. Ich hab's ja nicht so gemeint. Ich habe ein Rendezvous mit meiner Modistin. Ich hoffte, du würdest mich begleiten, um zu raten, was ich nehmen soll. Ich, was verstehe ich denn schon von euren Kledagen? Ich wollte ja nur wissen, was dir gefällt. Weiter nichts. Aber sowas ist natürlich unter deiner Würde. Geh, ich bin allein. Nee, ich komm ja mit. Wenn's unbedingt sein muss. Du bist süß. Ich habe gewusst, dass du mich nicht im Stich lässt. Ich im Modesalon. Wenn ich das jemandem erzähle. Noch eine bitte, Henri. Sag nicht immer Herr Radke, sag Radke, das ist korrekt. Was heißt korrekt? Der Mann könnte mein Vater sein. Ist er aber nicht. Radke ist Personal. Tout à l'heure.
Der Tag beginnt. Eau de Cologne en beige. Ein Negligé aus Seide mit Applikationen. Sehr zart und sehr elegant. Danach reichen wir Café Oriental. Ein Hausanzug aus kostbarem Samt und Satin. Und hier ein Gedicht. Bijoux noir. Schwarzer Samtmantel mit Perlstickerei. Und jetzt breiten wir die Flügel aus. Papillon d'or. Ein golddurchwirkter Georgette. Dazu Crème de Menthe. Ein zartgrüner Hauch. Der Name passt gut, nicht? Es ist eine Kreation von Paul Poré. Dies hier, glaube ich, besticht. Fleur rosée. Schmale Silhouette aus schönster Seide. Hier, Belle de Jour. Seidensamt, weißer Fuchs. Und jetzt zeigt Ihnen Madeleine eine Kostbarkeit für den Abend. Verre de Champagne. Eine besonders gelungene Perlstickerei übrigens. Und Pigalle en Bleu. Ein Abendmantel mit Straußenfedern. Und diese Kreation hier nannten wir Fantastique Noir. Bestickter Tüll, Crêpe Satin, La Beauté du Soir. Die elegante Linie, sehr dominant. Und hier der Traum. Rêve blanc. Das Brautkleid. Na, was meinst du, Henri? Ja, eigentlich sind sie ja alle sehr hübsch, ne? Merci, Monsieur. J'en ai remarqué deux qui me plaisent beaucoup. Vielleicht das Helle. Werte Champagne. Entzückend. Wie für Sie geschaffen, Madame. Pigalle hat mir auch sehr gut gefallen. Ein Gedicht. Neuestes Pariser Modell. Probieren Sie die beiden doch einmal, Madame. Madeleine hat ihre Figur. Ein Traum, nicht wahr, Monsieur? Die Änderungen sind überhaupt kein Problem, Madame. Bis Donnerstag. Freitag ist besser. Oh, mais vendredi, c'est sûr, alors. Oh, pas de problème, Madame. Und die Hüte, Madame? Packen Sie die ein. Je les emporte avec moi. Aus wie ein Mörder. Ich weiß ja, dass du in mich verliebt bist. Das schadet ja auch nicht. Oh, Tinette. Oh, Tinette, bitte. Oh, Henri. Bitte. Also, Sophie, arrête. Bitte. Oh. Du willst mich deinem Bruder doch nicht wegnehmen. Henri. Brat mir einen Storch, das ist er. Mutter, halt dir fest, deine Äste kommt nach Hause. Die Sophie? Hast du sie gesehen? Dick ist sie geworden. Die Sophie, das ist er. Hast ja viel erlebt im Kriege. Fräulein Oberschwester, tüchtig. Tüchtig. Ich bin bloß froh, dass ich meine Jacke übergezogen habe vor dem Frühstück, sonst käme ich mir unwürdig vor dir. Ich habe nur erzählt, dass ich meine Pflicht getan habe. Klar, Mädchen, hast du, bin ich auch ganz stolz
richtig. Wundere mir nur, dass du im Heeresbericht gar nicht erwähnt bist, wo du doch ganz alleine die Schlacht von Tannenberg gewonnen hast. Gustav. Lass doch, Mutter. Ich wollte ja nur sagen, vergleichlicherweise haben wir ja nichts mitzuteilen. Wilhelm gefallen ist das Weiste. Ja. Erich, Mutter und ich haben ihn lange nicht zu Gesicht bekommen. Was mit Bubi wird, das wissen die Götter. Und wo ist dein Liebling Eva? Mein Liebling Eva ist Nutte geworden. Willst du nicht noch eine Tasse, Sophie? Entschuldige, Vater, ist das nur so eine Redensart? Nee, richtige Nutte. Alles, was dazu gehört. Amtliche Bescheinigung und Lude. So. Wie unerfreulich. Und nun reden wir nicht mehr davon. Das regt Vater bloß auf. Was heißt aufregen? Jeder nach seinem Talente. Was wirst du nun machen, Sophie? Dass wir dir hier nicht durchfüttern können, das siehst du ja. Bubi hat auch schon eine Kündigung. Herr Oberstabsarzt Schwenke hat mir bereits den Operationssaal angeboten. Und auch das Mutterhaus hat befriedigende Pläne mit mir. Ihr braucht nicht zu befürchten, dass ich euch zur Last falle. Ja, verstehe mich. Ich weiß ja Bescheid, du hast deine Schäfchen auf dem Trockenen. Ja? Hast das besser gekonnt als dein alter Vater. Sag mal, Vater, vielleicht irre ich mich, aber hast du früher auch schon so stark berlinert? Ja, du merkst aber alles. Wie ich das große Fuhrunternehmen hatte, habe ich also mir bemüht, frisiert zu sprechen. Aber jetzt als gemeiner Droschenkutscher, da tut es nicht Not. Verstehe. Ja. Früher hast du den eisernen Gustav gespielt. Und jetzt machst du den urgemütlichen Berliner. Originell. Sehr originell. Gespielt? Ich glaube, da irrst du dir, Sophie. Spielen tun hier die anderen. Ich bin immer der eiserne Gustav gewesen und das bleibe ich auch. Das Berlinern passt eben besser für meine geminderte Lebensumstände. So, ich muss auf Achse. Hat mir gefreut, Mädchen, ja? Alles Gute. Und tschüss. Tschüss, Mutter. Vater hat sich sehr verändert. Tja, Kind. Früher hat er gebullert und jetzt beißt er. Du hast die letzten Jahre auch bloß dreimal geschrieben. Ich hatte Verwundete zu versorgen. Hunderte, Tausende. Manchmal haben wir 15 Stunden im Operationssaal gestanden. Eine Stunde wirst du schon mal frei gehabt haben. Da habe ich geschlafen. Ich musste mich arbeitsfähig halten. Die Verwundeten gingen vor. Ich wusste ja aus deinen Briefen, ihr wart gesund. Ja. Aber man sieht sich eben. Was hat man denn schon noch? Ja, grüß dich. Tag, ist die Mama daheim? Ja, daheim. Bisschen spürig, aber süß. Na, kein Wunder bei dem Onkel. Na, ich werde schon meine schützende Hand über dich halten, Sportsfreund. Penn nun ruhig weiter. Dich kriegen wir schon hin. Mann, Bubi, ich weiß nicht, ob ich das annehmen darf, du. Oh, Quatsch, Tutti, du musst das nehmen. Der Erich hat's und du brauchst es. Willst du denn wieder mal am Wochenende 6 Stunden aufs Land fahren und riskieren, dass dir die Polizei die gehamsterten Kartoffeln und die paar Lumpien Eier wieder wegnimmt? Also, wenn du schon nicht an dich selber denkst, dann denk wenigstens an die Kinder. Not kennt kein Gebot. Und heute ist sich jeder selbst der Nächste. Ja, Bubi, das ist genau die Sauerei. Ja klar, ist sie. Aber so ist es nun mal. Vielleicht kommen mal wieder bessere Zeiten. Aber dafür muss erstmal Fleisch auf die Rippen. Hier, probier mal. Schmeckt prima. Wie früher, sonntags zum Frühstück. Bubi, ich nehm's. Wir brauchen's wirklich bitter. Dank dir auch, dass du an uns gedacht hast, Bubi. Aber weißt du, so Sprüche. Wenn Not kennt kein Gebot und jeder ist selbst der Nächste. Das sollst du nicht so geölt sagen. Willem,
Hättest nicht Jan gehört. Ich höre es auch nicht Jan. Wenn ich denken müsste, dass du das glaubst, das tät mir ganz schön weh. Aber so ist es doch, Tutti. Das weißt du doch selber besser als ich. Nee, Heinz, so ist es nicht. Das scheint bloß so. Wenn so wäre, hätte ich uns längst einen Gashahn aufgedreht. Bist du eigentlich oft mit Erich zusammen? Nö, kaum. Er ist ja dauernd auf Achse. Naja, von nicht kommt nicht. Wieso fragst du? Naja, ich kenne den Erich nicht. Aber weißt du, wenn ich dich so reden höre, dann denke ich, das bist nicht du, Heinz. Das hast du sicher von ihm. Du, der Erich, der ist kein Umgang für dich. Entschuldige. Ich sagte ja, ich sehe ihn nur ab und an. Na, dann hast du von jemand anders. Du weißt, wen ich meine. Mensch, Bubi. Bubi, du musst auf dich aufpassen. Von mir aus verbrenne die Finger, aber verdirb dir nicht das Herz. Sag mal, was ist denn mit der Irma? Keine Ahnung. Lang nicht gesehen. Ist wahrscheinlich eingeschnappt, die blöde Ziege. Wisst der Deibel, warum? Mhm. Gehst du wenigstens noch in die Schule? Klar, geh ich. Ich meine, regelmäßig. Ach, regelmäßig? Wer geht denn in diesen Zeiten schon regelmäßig in die Schule? Na, ich denke, du willst jetzt Matura machen. Ach, Himmel, Herrgott, nun langt's mir aber. Mutter hakt zu Hause schon dauernd auf mir rum und jetzt du auch noch. Komm mir vor, als hätte ich die Portokasse vom Deutschen Reich geklaut. Hab ich das nötig? Vielleicht hast du es. Aber wenn du meinst, ich muss dir nach dem Munde reden, weil du mir Frisalie mitgebracht hast, dann nimm sie ruhig wieder mit. Kann sein, dass ich dich in Dahlem großartig finde. Ich tu's nicht. Feinen schade, Bubi. Na, früher hast du mir besser gefallen. Der Erich. Der Erich, der ist kein Umgang für dich. Das spürst du doch selbst. Mir kannst du da nicht vormachen. Komm nicht vom Weg ab, Bubi. Tu mir die Liebe. Nicht auch noch du, Bubi. Ach, der ewige Bubi hängt mir auch langsam zum Hals raus. Jetzt will ich dir mal was sagen. Doch, ihr könnt mich alle. Eine kurze Unterbrechung. Ich muss Sie für einen Moment um absolute Ruhe bitten. Nur einen Moment, meine Herrschaften. Die Sache wird gleich vorbei sein. Reden Sie keine Serpentinen, Mann. Was ist los? Ja, was soll denn das, vor dem Lokal ein kleiner Auflauf von Leuten. Arbeitslosen, meine Herrschaften. Aber kein Grund zur Beunruhigung. Die Polizei wird gleich da sein. Ist ja gelungen, der Abend. A la bonne heure. Kein Gast im Lokal. Ehrensache. Raus! Holt sie da raus, da! Halt euch! Schlagt ihr noch die Tür ein! Schlagt sie ein! Reißt ihr nach! Halt euch! Auf der Straße stehen brave Deutsche, die wollen euch gern guten Nacht sagen. Das ist ja unerhört! Na, wird's bald oder soll ich ein bisschen nachhelfen? Weg! Raus, Jungs, raus! Ende der Vorstellung! Los, raus hier!
Ich bin alter Frontkämpfer, ich habe das EK. Ich verlange, dass Sie das den Leuten draußen klar machen. Erzähl sie ihnen selber draußen, Junge. Los, raus! Los, ich geh nicht raus! Ich darf mich doch nicht totprügeln! Es muss doch ein Hinterausgang geben! Hör zu, Kameraden! Kurze Fünfe! Aber das ist kein Türm! Mann, seien Sie doch vernünftig! Ich zahle 100 Mark, wenn Sie mich aufs Klo lassen! Ich 300! Ich 500! 600! Bitte 1000, sorry! 1000! Da könnt ihr ja reich werden, aber wir wollen kein Geld von Schiebern. Dalli, Dalli! Unsere Kinder verhungern! Ab, los! Meine Zeug auf Dreck! Dann bin ich auch im Schützengraben gesoffen. Du gehst auch gerne in die Kneipe und trinkst ein, oder? Das hier ist meine Kneipe. Ich lass dich über den Hof, Kamera. Verzichte. Geh mit den anderen. Komm, Kinder. Ich will mein Geld haben! Ohne meinen Mantel gehe ich nicht! Es ist Wahnsinn, einzeln rauszugehen. Ich schlage vor, wir gehen alle zusammen. Erst ein Herr und dann eine Dame. Los, mach sie fertig! Du musst die Leute auch verstehen, nee, jetzt dreckig. Die Verzweiflung schaut ihnen aus allen Knopflöchern, die müssen ja neidisch sein. Ich glaube, man sollte in solchen Zeiten auch nicht in solche Kneipen gehen. Neidisch, weil sie nichts haben, sondern andere auch nichts haben. Ja, man sollte sie wenigstens nicht unnötig reizen, die haben es schwer genug. Du verteidigst dieses Fack auch noch. Nee, versuch sie ja nur zu verstehen. Komm, lass uns nicht streiten. Wir gehen nach Hause, wa? Nach Hause? Ich denke nicht dran. Meinst du, deine tristen Proleten können mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Das könnte denn so passen. Tinette, warte doch. Kommst du mit hinein oder nicht? Was sollen wir denn da? Das ist bestimmt ganz langweilig. Du hast nur Angst, dass es nochmal Stunk gibt. Nein, aber meine Stimmung ist hin. Ich bin bedient für heute. Dann gehe ich alleine. Aber wenn du mich alleine gehen lässt, brauchst du dich nicht wieder bei mir blicken zu lassen. C'est clair? Tinette, sei doch vernünftig. Ich habe keine Lust, mich länger mit dir herumzuschreiten und mir den Tod zu holen. Ja oder nein? Komm, ich besorge uns ein Taxi. Wir fahren nach Hause, ja? Merde! Ich finde schon jemanden, der mich nach Hause bringt. Et maintenant, je vais m'amuser. J'ai envie de manger des huîtres. Feigling. Das Lokal hat geschlossen. Sind Sie nicht vielleicht noch ein bisschen zu jung für sowas? Ja, ich wollte nur meine Sachen holen. Zeigen Sie mal Ihre Garderoben, Maike. Na, ich habe vorhin meine Sachen vergessen. Thank you.
une bonne surprise. Komm, setz dich. Du bist doch wiedergekommen. Na, ich konnte dich ja so schlecht rumlaufen lassen. Ich habe mit mir gewettet und ich habe gewonnen. Allez, à ma victoire! Gleich hier ab oder geh wieder ins Schlafzimmer. Ich möchte mich nämlich hinlegen. So wie dich habe ich mir die Weltverbesserer immer vorgestellt. Zuerst lebst du von meinem Kies, dann räumst du für Witwen und Waisen die Speisekammer aus und dann knabberst du auch noch an deines Bruders Herzensdame herum. Das ist ganz schön gelernt, mein Junge. Na Heinz, lässt dich auch wieder mal sehen?
In 8 Wochen beginnen die schriftlichen Arbeiten, Hackendahl. Ich gedenke, da das Vaterland da niederliegt, besonders strenge Anforderungen an die Herren Abiturienten zu stellen. Sie sind ziemlich lange vom Unterricht ferngeblieben. Es tut mir leid, Herr Direktor. Sie sind, will ich einmal sagen, weit verreist gewesen. Akzeptieren Sie diese Wendung? Ja, danke, Herr Direktor. Trauen Sie sich zu, dass Sie wieder in den Schulbetrieb zurückfinden und das Versäumte nachholen können? Sie werden hart arbeiten müssen, Schüler Hackendahl. Das weiß ich. Ich habe Sie gern. Darum werde ich Sie nicht schonen. Das sollen Sie auch nicht, Herr Direktor. Gut. Also, versuchen wir es nochmal miteinander, ja? Verlassen Sie meinen Laden. Ich werde die Polizei rufen, wenn Sie mich weiter belästigen. Sie sind ein schlechter Mensch. Aber ich möchte doch nur mit Irma sprechen. Irma ist bei Verwandten in Hamburg. Ja, sei Dank ist sie dort da. Können Sie sie nicht weiter quälen. Sie haben sie schon einmal fast getötet. Gehen Sie. Ich kann Ihren Anblick nicht ertragen. Ich, Irma, fast getötet? Sie müssen doch wissen, dass mein Mädel sie geliebt hat. Krank geworden. Beinahe gestorben ist das Kind, als sie sich alte Wochen nicht um es gekümmert haben. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass sie es wirklich so ernst gemeint hat. Nein, Sie haben überhaupt nicht an Irma gedacht. Nur an die anderen. Dahlem haben Sie gedacht. Irma hat das gleich gemerkt. Mit mir ist es aus, hat sie gesagt. Eins liebt jetzt eine andere. Ich will Sie hier nie wieder sehen, Hackendahl. Nie wieder. Nie wieder. Eva. Kennst du mir noch? Ja, na klar. Was willst du denn? Ist Mutter zu Hause? Oder Vater? Nee, Vater hat Fuhr und Mutter ist einkaufen. Ist was? Ach, Bubi. Ich sitze ganz dicke drin. Ich muss mit jemand reden. Naja, dann red doch schon. Ich bin schließlich konfirmiert. Können wir reingehen? Nee, ich glaube, wir gehen besser zu dir. Ich hole nur schnell meinen Mantel. Ich gehe schon runter. Hier hast du dich verkrochen. Ja, was heißt, du weißt nie, ob du ihn totgeschossen hast? Wenn du ihn totgeschossen hast, dann ist er tot. Ist doch logisch. Ja, ich hab ihn totgeschossen. Ich hab das Feuer direkt in seinem Gesicht gesehen und dann ist er auch gleich umgefallen. Na ja, sag ich doch. Wieso kommst du denn überhaupt drauf, dass er noch lebt? Hat er einer was erzählt oder was? Ach, ich hab nur so ein Gefühl. Das kannst du nicht verstehen. Ich hab immer Pech gehabt. Erst hab ich mir umbringen wollen, das hat nicht geklappt. Und dann hab ich ihn umbringen wollen und
Ach, ich werde mal verrückt. Ich traue mich nicht mehr unter die Leute und das muss ich ja, ist ja mein Geschäft. Und weg kann ich auch nicht. Hab kein Geld. Und um Geld zu verdienen, muss ich rennen in die Stadt und da kennen mich die Mädels. Und wenn er noch lebt, erfährt er's. Ach, Bubi. Der findet mir. Und wenn ich mich in der Hölle verstecke. Eva, nun machst du mal halblang. Ich würde dir gerne helfen, aber wie denn? Ich hab ja kein Geld. Und zur Polizei gehen und fragen kann ich ja auch schlecht. Ach, vielleicht könntest du dir umhören. Umhören? Wo denn? Bei wem denn? Berlin ist ja kein Dorf. Na, bei den Mädels. Was denn? Ich soll die Nutten abfragen? Ich muss es wissen, Bubi. Bitte, tu's für mich. Mensch, du hast Nerven. Als wenn ich mit der Penne nicht schon genug um die Ohren hätte. Was willst du denn von euren Bast? 100 Eier. Ja, ich hab doch keine 100 Mark. Höchstens 5. Und zu Hause irgendwas zu verkümmeln, muss an dem kleinen Klavier sein. Also, was wäre mit dem Anzug? Prima Qualität, komm, wir tragen. Moin. Ist gut. Blind. Nehmen Sie doch den Fuß darunter. Blind. Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Blind. Gehen Sie weg. Blind. Guten Abend, ich wollte zu Frau Hackendahl. Ja, kommen Sie rein. Eva, Kundschaft! Guten Abend, Eva. Entschuldige, ich konnte nicht eher. Musste noch zum Pauker, weißt du, das blöde Abitur. Aber eine gute Nachricht kommt nie zu spät. Pass auf, halt dich fest. Ich habe ihn gefunden. Du hast ihn nicht totgeschossen, er lebt. Aber tun kann er dir nichts mehr. Du hast ihn blind geschossen. Du hast nichts mehr von ihm zu befürchten. Was ist denn los? Freust dich nicht?
Danke, Schwager, dass du uns wieder zusammengebracht hast. Ich hab mir oft gedacht, das wäre eigentlich ganz schön, wenn du eine hättest, die dir versorgt. Nur ist es soweit. Andere Blinde haben Hund, ich hab dein Fräulein Schwester. Eva, sag doch, dass das nicht wahr ist. Was hast du denn, Schwager? Muss ein junger Mann da freuen, wenn er sieht, seine Schwester ist nicht zu was nutze. Hör doch, wie böse er ist. Er wird dich zu Tode quälen, Eva. Lass ihn. Ich hatte das Geld für die Reise schon irgendwie zusammen. Du kannst woanders leben, in Köln, in Leipzig. Er kann dir doch nicht nach. Mit mir wird zu leben, verstehst du? Komm her, Nutte. Sag deinem Bruder, bin ich schön vor dir oder bin ich hässlich? Schön. Machst du mir noch? Liebst du mir? Na sag. Ja, ihn. Ihm sollst du das sagen, Nutte. Ich liebe dir noch ein. Zeig dein Bruder. Küss mir. Eva! Genug Theater! Hauen Sie ab, junger Mann. Sie werden ja nicht mehr gebraucht. Sie haben noch Ohren im Kopf. Sehen Sie bitte nicht? Na, Bobi, was ist? Kommt's her? Thank you.